Informationen zur Verfügung. Wir werden häufig gefragt, Achtung, geraten Delfine in der Wildbahn Grenze und Ertrinken. Jeder Mensch meint Delfine, die können noch toll springen. Warum springen die nicht einfach über den Hindernis weg und retten sich so aus der Gefahrenzone? Hört sich doch einfach an. Leider ist das für Delfine der Wildbahn ein Riesenproblem. Die trauen sich nämlich über nichts zu springen, was sie nicht ganz genau kennen. Bei uns in der Finale lernen die Tiere erst einmal, über ein Hindernis zu schwimmen. Das machen wir mit einem Seil unter Wasser, einer Schale. Das ist aber ein Video da rein. Erst schwimmen und dann über springen. So bauen sich die Übungen auf und die möchten wir jetzt zeigen. Also das drüber schwimmen, das schenkt uns. Das können sogar die kleinen Babys. Aber jetzt kommen wir auf eine lebensbedrohliche Höhe, nämlich wie ein Netz auf dem Wasser. So liegt jetzt unser Seil. So, unsere Delfine zeigen jetzt mal, wie leicht es doch ist, sein Leben zu verlängern. Stopp! Alles hintereinander, das mal was. Ich glaube, das war nicht schlecht, aber alles hintereinander. Könnten wir das vielleicht gemeinsam sehen? Okay. Ivo, aufgepasst. Können wir das bitte gemeinsam? Gemeinsam, nicht so hoch. Achtung, und? Alles klar, das sah doch schon besser aus. Wunderbar. Super. Natürlich reißt solch eine Höhe nicht vom Hocker. Allerdings ist das für die Tiere der Wildbahn, ja, solch eine Höhe eine Todesfalle. So, jetzt gehen wir Stück für Stück nach oben. Nach der Belohnung, immer wieder. Nicht ganz so hoch, der kleine Nemo, ja. Und wir gehen schon etwas dicker. Hey. Hoffen, dass wir das hinkriegen, ob alle drei noch wirklich Lust haben, das zu tun. Ups.